Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Beim Stichwort Zichorie oder Chicorée erinnern sich sicher viele von uns noch an den Kaffeeersatz, den man seinerzeit noch daheim selber mit Kaffeepulver gemischt und als Milchkaffee getrunken hat. Einen direkten Nachfahren von dieser alten Wurzel Zichorie möchten wir Ihnen das mal hier bei uns im Studio etwas näher vorstellen. Er ist besser bekannt als Brüsseler und in unseren Läden zurzeit besonders günstig. Und dass sich das leicht bitteren, aber äußerst dekorative Gemüse auf mehr als nur eine Art zubereiten lässt, das weiss natürlich auch unser Studiogast, der Armin Amrain. Richtig, in erster Linie ist er als schmackhafter Wintersalat beliebt. Aber auch als Tipp. Als Auflauf mit Käse und Schinken oder Brötlet finden die Brüsseler immer mehr Anhänger. Grüezi miteinander. Und so ein überraschendes Rezept, nämlich eine Brüsseler Suppe, möchten wir Ihnen das mal vorstellen. Anfangen tut es zwar mit Linsen, die man ca. 20 Minuten im Salzwasser gar kochen lassen. Während dieser Zeit Brüsseler Stangen rösten, das heisst die äußersten Blätter entfernen und Strünke keilförmig rausschneiden. Eine gehackte Zwiebeln im Anken andämpfen. Den Brüsseler kurz mitdämpfen, mit Weisswein ablöschen und zudeckt während einer Viertelstunde weich kochen. Mit dem Stabmixer pürieren und mit Bouillon auffüllen. Lauchstreifen 10 Minuten mitkochen. Die Schale und den Saft von einer halben Orange mit saurem Halbrahm und den Linsen zu der Suppe geben und mit Pfeffer, Ingwer und ein bisschen Salz würzen. Dann die Suppe anrichten und mit gebratenen Pancetta-Streifen und Schnittlauch garnieren. Und zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Linsen, Brüsseler, Zwiebeln und Anken, Weisswein und Bouillon, Lauch und Orange, sauren Halbrahm, Pfeffer, Ingwer und Salz, Pancetta und Schnittlauch. Danke, Armin. Beim Vorbereiten dieser Sendung habe ich festgestellt, dass der Brüsseler nicht nur ein vielseitiges, sondern auch ein interessantes Gemüse ist. Trotz dem Namen kommt er aber nur zum Teil aus Belgien und rund 20% des Bedarfs wird in der Schweiz angebaut. Wir sind in Thieron im Wattland auf dem Hof von Jean-Louis Pasch schauen, was mit diesen Zichorienwurzeln, die im letzten Herbst auf den Feldern ausgegraben worden sind, den Winter durch passiert. Dicht aneinander werden die Wurzeln in grosse Holzkästen mit zirkulierendem Wasser gestellt. Licht braucht es zum Austreiben der Zapfen nicht. Ganz im Gegenteil, sonst würden nämlich die Blätter grün werden. Alles spielt sich ganz im Dunkeln ab. Da sieht man schön, wie Blätter stufenweise wachsen. Und nach 3 Wochen kann man die festen Zapfen ernten und verpacken. Und das Schönste, Sie wissen es schon, Brüsseler offerieren bei Ihnen zurzeit zum Aktionspreis. Mit der GoProfit-Karte kostet das Kilo jetzt 2,30 €. Vitamine und Mineralstoffe sind jedem Alter lebenswichtig. Je nach Situation brauchen wir verschiedene Mengen davon. 2 Produkte aus der Vitaminlinie Santogen können Sie zurzeit in unseren Läden probieren. Was? Gerade 2? Und welches muss ich nehmen? Vitamin C unterstützt das Immunsystem und stärkt die Abwehrkraft. Während der kalten Jahreszeit sollten Sie also jeden Tag eine Brausetablette Santogen Protection in ein Glas Wasser auflösen. Und wenn Sie im Sport oder auch beruflich besonders aktiv sind und viel mehr leisten, ersetzt Santogen Fitness den grösseren Bedarf und steigert die Leistungsfähigkeit. Also wenn das so ist, dann nehme ich doch gerade beide. Bestimmt eine gute Entscheidung. Denn Santogen Fitness und Protection im Duo offerieren wir Ihnen mit der GoProfit-Karte jetzt zum halben Preis. Und gerade noch ein paar Tipps zum Sparen. Ein Bund Grünspargel aus den USA kostet 6,20 €. Und Frischpizza Prosciutto im Duopack kommen Sie 3 Franken günstiger rüber. Mit der GoProfit-Karte gibt es Midi-Sugo im Trio-Pack zum halben Preis. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute aus dem GoProfit-Studio. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Abend. Auf Wiedersehen!